Die Impfpflicht bringt niemanden zum Impfen. Befragungen haben gezeigt, 13% der in Österreich lebenden Menschen lassen sich trotz Impfpflicht nicht impfen. Die lassen sich auch da nicht impfen, wenn das mit Strafe bedroht ist. Die Zahl hat sich dadurch nicht verändert. Und ein ganz wesentliches Argument, das wir festgestellt haben und Sie wahrscheinlich auch, die Impfpflicht und die Debatte um die Impfpflicht hat tiefe Gräben aufgerissen, auch in der österreichischen Gesellschaft. Das sind Gräben, die ziehen sich durch Familien, durch Vereine, durch Betriebe. Die Debatten darüber haben eine Dimension angenommen, eine Schärfe angenommen, die weit über den Anlassfall hinausgegangen sind, wo es auch so weit gekommen ist, dass dort Abwehrhaltung entstanden ist, dann gegen grundsätzlich medizinische Maßnahmen insgesamt eine sehr schwierige Situation.